Willkommen zu einem neuen Let's Random, wie das letzte Mal angekündigt. Let's Random Portal 2. Und wie man sieht, der Beginn spielt nach dem Ende von Portal 1, von dem ich jetzt allerdings nichts sagen werde. Und man spielt in, naja, der Zukunft, also... Das wird sich gleich erklären. Auf jeden Fall ist es 50 Tage, angeblich, her, dass man das Ende von Portal 1 erlebt hat. Und jetzt ist man in so einer kleinen Kabine hier gefangen. Man kann nichts machen, außer hier mit E schlafen. Und ein paar Aerobic- und Wellnessübungen. Aber das grundlegende Prinzip von Portal 2 ist eigentlich dasselbe wie bei Portal 1. Es gibt Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und jetzt ist wohl irgendwas mit dem Hyperschlaf verkehrt gelaufen. Aber Portal 2 hat immer noch eigentlich einen sehr guten Humor. Und noch etwas. Es gibt nämlich noch einen neuen Charakter. Und den lassen wir jetzt mal hier zur Tür herein. Hallo Wheatley. Ach übrigens, das ist der Typ, der in dem Hühncheneimer steckt. Also vom Scout, bei dem Thorn frisch gebratenes Verlangen. Nur so als kleine Info. Deswegen, dieser Anfang ist schon merklich anders. Und, wie man merkt, Wheatley versucht uns jetzt hier aus diesem Zimmer rauszuholen. Dies ist auch relativ einfach. Naja, um ehrlich zu sein, er versucht das Zimmer zu... Naja, wie heißt's? Zu steuern. Problem ist, er kann nicht steuern. Wheatley kann... Naja, auf jeden Fall... Schöner Humor, schönes Spiel... Und nach Portal 1 auch eine perfekte Weiterführung. Aber übrigens, noch etwas. Man kann hier nicht sprechen. Naja. Okay, das ist jetzt irgendwie schon... Gut, auf jeden Fall... Portal 2 ist... Naja, wenn man nicht allzu genau alles und jeden Winkel erkundet, sollte man das schon in ein paar Stunden schaffen. Aber man muss wirklich sagen, falls man ein paar Secrets kennt, sollte man auch nach ihnen Ausschau halten. Aber übrigens, ich werde jetzt mal eine Vermutung zum Secret äußern. Und zwar ist das... Okay, er kann wirklich nicht fahren. Also, steuern. Den Führerschein kriegt er nicht. Uha. Ja, und das sind alles Kammer mit für Testobjekte. Aber wie man sieht, sie sind leer. Naja, zumindest die, die man reinsehen kann. Nun gut. Ich würde mal sagen, ich zeige euch noch den Anfang bis zur Landung hiervon und dann beende ich das Let's Random, denn, wie beim letzten Mal, ich will ja nicht zu viel verraten. Nur so viel. Wheatley ist der größte Vollidiot im gesamten Spiel. Aber er selbst hat daran keine Schuld. Nun gut. Man scheint sich dem Ende zu nähern, würde ich sagen. Achtung, er rammt gleich die Wand. Ich glaube, da geht's weit runter. Kaboom. Okay.
und kaboom. Und gelandet. Nun denn. Übrigens. Na, erkennt es wieder? Hier haben wir am Anfang gestartet. Und wenn mich jetzt entschuldigt, ich muss mal kurz das Secret ausprobieren. Und zwar, also beziehungsweise die Secret-Vermutung. Nämlich, dass man mit dem Radio auch hier geheime Botschaften empfangen kann. Rein Theorie. Aber wisst ihr was? Areados. Das könnt ihr selbst herausfinden. Bis zum nächsten Mal.